Die Innenminister von Deutschland, Österreich und Schweiz haben sich auf Einladung von der steirischen Amtskollegen Hugo Kohler zum alljährlichen Treffen am Montag in Vaduz getroffen. Das tragende Thema ist die Sicherheit in Europa gesehen. Ist etwa 40% unserer Produktivität, die wir in unseren industrialisierten Staaten erreichen, abhängig von Informations- und Kommunikationstechnologie. Das macht uns auf der anderen Seite anfällig oder stellt uns vor die Notwendigkeit dafür zu sorgen, dass diese Netze auch geschützt sind. Dabei ist erforderlich, dass der einzelne Nutzer, der einzelne User, die Wirtschaft, aber auch der Staat, jeder seine Rolle übernimmt, um die Sicherheit dieser Netze sicherzustellen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat bei der Medienorientierung auch die gemeinsame Visumspolitik und ihre Vor- und Nachteile betont. Den Effekt nämlich, dass dadurch auch Asylgesuche zugenommen haben. Asylgesuche, die in den allermeisten Fällen nicht zu Asyl geführt haben. Und wir haben uns deshalb auch ausgetauscht im Hinblick auf weitere geplante Visa-Liberalisierung, dass hier vielleicht auch gerade aufgrund der gemachten Erfahrungen eine gewisse Zurückhaltung angezeigt ist. Zum Thema Sicherheit hat sich die Innenministerin von Österreich, Johanna Mikl-Leitner, geäußert und die gute Zusammenarbeit betont. Wir alle wissen, dass gerade im Speziellen diese Länder aufs engste zusammenarbeiten im polizeilichen Bereich. So arbeiten unsere Polizistinnen und Polizisten tagtäglich aufs engste zusammen, wenn ich nur an das Polizeikooperationszentrum Dieses und Scharnwald denke, wo hier die Polizistinnen und Polizisten tagtäglich gute Arbeit leisten. Und wir auf anderer Ebene haben uns hier vorgenommen, auch unsere Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren. Das heißt, dass es in Zukunft auch anders geregelt wird, was Strafzettel im Ausland betrifft. Das ist ja genau eine wesentliche Weiterentwicklung vom Polizeikooperationsvertrag, dass eben diese Fragen genau geregelt zwischen der Schweiz und Österreich. Und die Neuerung ist die, dass niemand mehr sicher sein kann als Liechtensteiner, wenn er im Ausland eine Straftat begeht nach der Strassenverkehrsvorschrift. Und deshalb ist es auch möglich, die letztendlich dann auch zu verfolgen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es denn zwischen Liechtenstein und Deutschland zukünftig geregelt wird. Es ist eine gute und eine berechtigte Frage. Wir haben mit Deutschland kein solches Abkommen. Es gibt aber bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland auf der einen Seite und zwischen Österreich und Deutschland auf der anderen Seite. Und ich würde jetzt auch das Treffen noch nutzen, um mit Hans-Peter Friedrich die Frage mal anzudiskutieren, ob es nicht auch möglich wäre, ein leichtes deutsches Abkommen abzuschließen.